aber am laufenden Band bekamen sie nun Anfang und Arrangements. Geht man im Internet auf die YouTube-Kanäle von Taxitone und Taxivilli, dann sieht und hört man ihr breites Spektrum, mit denen sie die Menschen in ihren Bann gezogen haben. Sei es bei Konzerten, bei Hochzeiten, Geburtstagen, Stadtfesten oder großer oder kleiner Bühne. Und in Horst Lichters Kochshow, Lichters Schoten und Schätzchen, mischten sie ebenso mit wie im Karneval im Plaza Hotel in Las Vegas. Scheiß alle! Ja! 1972 machten sie dann eine Kneipe auf. Im Konzept war natürlich die Musik im Mittelpunkt und so trafen sich dort Künstlerinnen und Künstler von nah und fern. Bis tief in die Nacht drehte sich alles um die Musik und die Familie geriet ein wenig in den Hintergrund. Nur eines sei hier angemerkt. Beide haben noch etwas gemeinsam. Beide haben zwei Söhne. Als die Ära der Kneipe in Hülz vorbei war, fanden sie einige Zeit später das Stradivari in Kempen und organisierten dort die erfolgreichen Musiktreffs, die manch bekannte Künstler und Künstlerin nach Kempen zog. Übrigens, ihre Namen Taxitoni und Taxivilli bekamen die beiden von den Menschen in Hülz und Kempen verliehen. Hier fuhren sie nebenbei jahrelang Taxi und auch das zeichnete sie aus, immer nah am Menschen. Ihre Heimat haben sie nie vergessen und so gab es neben dem Rock'n'Roll natürlich auch zahlreiche andere Lieder zu allen Jahreszeiten. Weihnachten ob Plot mit den Liedern wie Der Tröter, der Chris Röske oder zu St. Martin das Lied Püfferkissklaue. Für Hülz und auch für andere, für Kempen waren und sind sie Originale. Ihre Auftritte und ihre im fortgeschrittenen Alter auch die Mundartabende brachten Gänsehautmomente mit sich. Einfach einmalig. Die Westdeutsche Zeitung schrieb 2011, wenn die Zwillinge reden, ähnelt es einem älteren Ehepaar. Einer fängt den Satz an, der andere ergänzt oder korrigiert. Der Scheitel links, das Haar über den Kopf gekämmt, die kahle Front, der Schnäuzer. Das sind Taxi Toni und Taxi Willi. 2011, anlässlich ihres 2x65. Geburtstages, machten sie eine große Party. Aber nicht wie üblich in einer Gaststätte mit Bier und Buffet. Nein, die beiden sind halt einmalig und so fand ein von ihnen organisiertes Konzert des Don Kosakenchor Serge Jarov statt. Ein ebenso unvergessliches Erlebnis in den Mauern der Paterskirche hier in Kempen. Einmalig! Heute ist der Scheitel ab und an ein wenig verrutscht. Willi kann aus gesundheitlichen Gründen leider heute nicht hier sein. Lieber Toni, euer Leben war viel bunter und vielfältiger, als ich es in der kurzen Zeit hier oben beschreiben konnte. Wir alle und die Menschen, die euch begegnet sind, verdanken euch so vieles. Ihr habt den Menschen die Sorgen des Alltags für einen Moment genommen, ihr habt Gänsehautmomente geschaffen und so manche Freudenträne hervorgeholt. Ihr habt die Musik gelebt, die uns täglich begleitet. Ihr lebt eure Musik und eure Heimat. Und dafür ehrt der Lions Club Kempen heute Taxi Willi und Taxi Toni für ihr Lebenswerk. Einen riesigen Applaus! Und ich bin stolz und glücklich, dass ich diese Ehrung heute übernehmen darf und heute vor Ihnen stehen kann mit dem Lions Club, mit der Kempen Big Band, mit Toni und alle Wünsche an Willi. Und ich habe eben gesagt, ich besuche Willi mit ihm zusammen noch in Seniorenheim und da machen wir ein Fläschchen Sekt auf. Dankeschön. Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank für die tolle Laudatio. Jetzt musstest du doch noch arbeiten. Gerne. Und lieber Toni, für euch, ihr habt zwar das Alter erreicht, immer die Idee, wo man schon die Geschenke in der Apotheke kaufen kann. Aber von Leidenschaft kämpfen, danke für das, was ihr da seid.